Ich bin Nick. Ich bin Hani. Und wir betreuen die Sportart Parkour am HSZ. Parkour ist ein Sport ohne viele Regeln zur Hindernisüberwindung. Das heißt, man muss wenig und darf viel. Außerdem sieht man ziemlich cool aus, wenn man es gut kann. Ja, wir haben eigentlich Level 1 oder 2. Level 1, da werden die Basistechniken gezeigt. Und die Safety-Regeln, die Grundregeln für die verschiedenen Moves und so. Und beim Level 2 ist eigentlich ein freies Training. Und natürlich, wenn irgendjemand eine Frage hat oder Hilfestellung braucht oder so, dann helfen wir gerne weiter. Wir machen natürlich Hindernisüberwindungen, Gewöhnung an Höhe, Sicherheitstechniken und kreatives Bewegen unter dem Gesichtspunkt Flow. Das ist das, was cool aussieht. Es gibt keine grundlegenden Voraussetzungen, die man unbedingt braucht. Natürlich ist Spaß an der Bewegung sehr von Nutze. Ein gutes Körpergefühl braucht man vielleicht nicht direkt am Anfang, das lernt man ja auch. Und ein bisschen Durchhaltevermögen ist natürlich auch gut, da man nicht alles auf einmal lernt, aber man kann es eben lernen. Für Parkour braucht man nicht unbedingt so eine bestimmte Ausrüstung, nur eine gute Sportschuhe mit einem guten Grip an die verschiedenen Oberflächen, und alle anderen Materialien werden hier an der Hochschulsport eigentlich zur Verfügung gestellt.